Okay, Freunde, es geht los mit Final Fantasy VII, mit dem Schneegebiet in Final Fantasy VII, ja. Dem meiner Meinung nach absolut schlimmsten Gebiet dieses Spiels. Es ist tatsächlich auch kein Meckern auf hohem Niveau, es ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Gebiet. Ich habe bei meinem zweiten Run, glaube ich, irgendwie ein paar Wochen Pause eingelegt, bevor ich hier weitergespielt habe. gut, ne, aber bevor es weitergeht, muss ich erstmal niesen. Oh, doch nicht, ich hasse es. Der wird noch im Laufe der Folge kommen. Ja, aber bevor wir weitermachen, werden wir jetzt erstmal hier in dieses kleine Häusele gehen, denn das hier. Denn hier können wir uns schöne Cutscenes angucken. Dieser Nisa, er ist da. Ich weiß das. Na, hier dürfte jetzt erstmal. Aha. Turboäther. Okay, das Bett blinkt. Das ist schön. Ja, und jetzt gibt es hier erstmal ein paar schöne Sequenzen, die wir uns angucken können. Und zwar wirklich coole Sequenzen. Passt mal auf, ne? Erstmal, wir können hier nämlich ran. Das merkt man vielleicht gar nicht so. Video abspielen, ja. So, das sind jetzt auch eine ganze Menge Videos, die wir uns hier angucken können. Und, ne, viel Spaß damit. Also, was heißt viel Spaß damit? Ich muss es ja vorlesen. Der Beginn. Kamera bereit. Nun, Ifeanor, erzähl uns von den Cetra. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren, die Cetra, die Schreie des Planeten. Die Cetra am Noel's Pole. Ah, warte mal. Noel's Pole, das ist ja interessant. Das hat wie war denn das noch? Das hieß auf Deutsch eigentlich anders, nicht Nordpol, sondern so. Ein Buchstabe war geändert. Warte mal. North Pole oder so? Ja, North Pole oder sowas. Und das war tatsächlich auch mit Absicht so. Naja, die Cetra am Noel's Pole fanden die Planetenwunde als erste. Sag Ifeanor, wo liegt Noel's Pole? Die Gegend hier nannte man Noel's Pole. Die Cetra lasen damit den Planeten. Ifeanor, was ist überhaupt Planetenlesen? Das ist schwer zu erklären. So eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagte, es sei was vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagstelle verursacht habe. Tausende Cetra wollten gemeinsam den Planeten heilen. Aber die Wunde war so tief, dass es sich über die Jahre nur selbst heilen konnte. Hat das alte Volk, ich meine die Cetra, spezielle Kräfte, mit denen sie den Planeten heilen? Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Cetra beuten das Land aus. beuten aus. Die Cetra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Peinlicher Verleser. Sogar hier, so nah bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt es daran, dass hier die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Cetra Noel's Pole verlässt, aber... Ifeanor, lass uns eine Pause machen. Es geht schon. Gerade als die Cetra das geliebte Land verlassen wollten, dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kam er, der den Planeten verletzt hatte, auch Krise des Himmels genannt. Hä? Geiles Deutsch. Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Cetra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit anderen Cetra-Clans. Er infizierte diesen auch mit dem Virus. Du siehst müde aus. Schluss für heute. Interessant. Das war schon mal das erste Video. Von, ich weiß gar nicht wie vielen. 6 oder 7. Video abspielen. Die Weapon. Haben wir auch schon öfter mal gehört, diesen Ausdruck. Was genau das zu bedeuten hat? Ifeanor, weißt du was über die sogenannten Weapon? Ja, Professor. Jene, die du anfangs für eine Cetra hielst, hieß Genova. Sie ist die Krise des Himmels. Aha. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Weapon war eine Waffe, die der Planet selbst erschuf? Ja, aber es gibt keine Indizien, dass Weapons eingesetzt wurden. Ein paar überlebende Cetra schlugen Genova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Weapons, doch sie wurden nicht eingesetzt. Das bedeutet, Weapon gibt's auf dem Planeten nicht mehr? Die Weapons sind nicht zu deaktivieren, sie ruhen irgendwo.
Obwohl Genova gefangen ist, kann sie wieder erwachen, irgendwann. Der Planet ist noch nicht vollständig geheilt. Er behält sie im Auge. Wo ist Weapon? Ich weiß nicht. Ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Planet beobachtet diese Lage sicher genau. Danke, Ifeiner. Das genügt für heute. Ifeinas, nein. Weapons sind irgendwo. Das haben wir jetzt im Grunde erfahren. Mehr nicht. So, und dann klicken wir uns jetzt noch mal hier durch vertraulich. Denn hier gibt es auch noch mal zwei Videos. Tochter 10 Tage alt. Schatz? Ich will es aufzeichnen, aber der Rekorder funktioniert nicht richtig. Was nimmst du denn auf? Habe ich irgendetwas noch nicht erzählt? Nein, nicht das. Ich möchte meine Tochter aufnehmen. Wenn sie schläft, sieht sie wie ein Engel aus. Erst denken wir uns einen Namen aus. Das Video kommt später. Ich habe schon entschieden. Ist es ein Mädchen, heißt sie Aerith. 100 pro. Du bist so ein Ego. Aber Aerith ist doch ein schöner Name. Hehe, ein schöner Name. Nicht schlecht für einen Schusselkopf. Oh, okay, der Videofilm. Aha! Das war doch mal der entscheidende Hinweis, den wir gebraucht haben. Die beiden sind Aeriths Eltern. Genau, Ifeiner. Die haben wir ja schon im einen Rückblick gesehen, als wir mit Aeriths Mutter, in Anführungszeichen, gesprochen haben. Mit der, ich habe ihren Namen gerade vergessen. ich habe jetzt echt ihren Namen vergessen, scheiße. Naja, die Ziehmutter halt, ne? Ist das richtige Wort, Ziehmutter? Nein, die, ne? Ihr wisst, was ich meine. Mann. Sie sind ja entkommen. Ifeiner ist ja am Bahnhof da gestorben und Aerith wurde dann ihr überlassen. Ne? Wir ändern uns. Und Professor, ich weiß nicht, ob man seinen Namen erfahren hat. Der ist quasi ihr Vater. So, Tochter 20 Tage alt. Schon wieder Video? Hast du doch schon. Bitte sag das nicht so. Es ist unsere liebe Tochter, deine und meine. Also, deine und meine. Willst du ihre Kindheit nicht auf Video festhalten? Wenn du sie weiter verwöhnst, wird sie nicht stark. Aerith ist anders als die anderen Kinder. Welche Gefahren wohl auf sie warten? Ich sag... Hä? Ach, keine Ahnung. Sag das nie wieder. Ich werde dich und Aerith beschützen. Komme, was wolle. Aerith und du seid das Wichtigste für mich. Ich werde euch nie verlassen. Liebling, jetzt geht's mir schon besser. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, ich... Ja. Oh. Buff, buff, buff. Cool, nur auf dem linken Ohr zu hören, ja? Krasses Detail. Wer könnte das schon? Ich war gerade dabei. Bumsen. Verflixt. Wer stört uns zu dieser Stunde? Ich schick sie weg. Ja, sofort. Guck mal, die hat die gleiche... Seltsam. Gleiche Pose gemacht wie Aerith. Immer, bevor sie gestorben ist. Sie sind's. Hey, ich habe dich gesucht, Ifeiner. Oder sollte ich... Warte mal. Ich habe dich gesucht, Ifeiner. Oder sollte ich Cetra sagen? Lang nicht gesehen, Professor Guest. Hojo, wer wusstest du? Es war schwer, sie zu finden. 2 Jahre habe ich auf das Versuchsobjekt gewartet. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich ihn gesprochen habe. Ein neues Versuchsobjekt? Meinst du Aerith? Aerith, ein hübscher Name. Das war's. Ich trenne mich von Shinra. Hojo, bitte geh. Bitte, Aerith hat nichts damit zu tun. Ich wollte doch nur... Ihr wollt doch nur mich. Ifeiner. Ich brauche euch alle für mein Experiment. Das kapieren Sie, Professor, oder? Wir können die Zukunft des Planeten ändern. Schon gut, Ifeiner. Ich bereinige das. Immer ruhig, dass bloß meinem Versuchsobjekt nichts passiert. Was für eine komische Kamera. Wache, zerstör sie. Piu. Sei vorsichtig. Was tun Sie, Professor? Ifeiner, bring Aerith schnell weg. Ah, Liebling. Ja, vergiss das Kind nicht. Ein Video, das alte Volk? Weapon? Hehehe, eine Fundgrube. Danke, Professor. Oh. Aha, da haben wir doch wieder die Verbindung. Okay, sie haben wahrscheinlich Professor Guest erschossen. Ja, und Ifeiner ist zusammen mit Aerith entkommen, wurde vielleicht angeschossen, man weiß nicht genau. Im Endeffekt führt es dazu, dass auch sie schlussendlich am Bahnhof von Midgar verstorben ist und Aerith schließlich an
überlassen wurde. Würde mir Name jetzt einfallen, das wäre richtig geil gewesen. ich weiß ihn leider nicht. Es tut mir leid. So, ich will mal kurz, ganz kurz gucken. Der Beginn haben wir geguckt, vertraulich hatten wir, nicht ansehen. Okay, dann hatten wir alles. Oder warte mal, kann man nicht... Warte mal, ich glaube, man konnte... Nee, doch nicht. Ich hatte in Erinnerung, dass dann irgendwie noch was, noch ein Unterpunkt kommt. Aber nee, wohl doch nicht. Gut, dann haben wir es. Ging ein bisschen schneller, als ich dachte. Das heißt, wir werden noch in der Folge mit diesem Schneegebiet anfangen. Geil. Okay. Reden wir mal mit dem Typen da hinten. Der scheint nämlich was zu sagen zu haben. Nein, nicht! Ab da wird es gleich ganz steil. Es ist gefährlich. Bitte geh nicht. Ich gehe trotzdem. Nee, warte mal. Achso doch, ich gehe trotzdem. Ich wollte nur nett sein. Was zum... Was sind das für Leute da? Sieht nach Ärger aus. Oh, oh. Den gelben Kopf kennen wir doch. Das sind sie. Schnell. Ja. Cloud. Ich lasse dich nicht weitergehen. Und was gibt's dort? Dort, ey. Es ist ein Geheimnis. Ist doch egal. Du hast ganz schön Nerven, meinen Boss so aufzumischen. Du meinst den Boss Zeng? Das waren wir nicht. Das war Sephiroth. Nein, mich kannst du nicht verarschen, Lügner. Alter, stand verarschen. Junge. Nicht gelogen, das war Sephiroth. Tu bloß nicht so unschuldig. Das werde ich nie vergessen. So, wir können jetzt nämlich irgendwie... Warte mal. Oh, Mann. Zureden hilft mir nicht. Ich muss es dir einprügeln. Nur du und ich. Schon gut, ich werde mit ihm fertig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was? Ja? So, oh, genau, jetzt müssen wir einfach nur weglaufen und sie... Ah! Elena! Rollt einfach davon. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Kann man machen, ne? Was war? Wir waren arg geschwächt für Shinra. Okay. So, und jetzt müssen wir da nämlich nach unten, ja? Wir müssen da nämlich jetzt auch hin. Pass mal auf, Ich entschuldige, dass ich mich verdrückt habe. Ich dachte, es gibt Ärger. Du brauchst eh ein Snowboard, um den Abhang herunterzukommen. Soll ich es dir beibringen? Ja, wäre nett. So, oh, scheiße. Oben weiter, links, links rum, rechts, rechts rum. Wer hat das gedacht? Unten Bremse. Wechseln, bremsen, Abbruch springen. Links, ja, rechte Kante und linke Kante. Also quasi scharf driften. Soll ich es nochmal erklären? Nein. So, wir brauchen also ein, Snowboard, haben sie gesagt. Ein, Snowboard. Und da haben wir doch schon mal eins gesehen. In der letzten Folge, ne? Da war doch was. Moment, hier. Ach, ich wollte mich ja... Oh, gut, dass ich reinlaufe. Ich wollte mich sowieso nochmal mit Waffen eindecken. Da war ja was. Ja, mein Kunden. Ja. So, beziehungsweise ich werde wohl... Ich glaube, ich... Ach, dann kann ich auch die beiden eben noch kaufen. Das ist auch egal. So, ich werde erstmal nur die beiden ausrüsten, weil, ne... Lohnt sich sonst nicht. Ausrüsten. Organix. Drachenkralle. Mikrolaser. Wir sehen schon, wir kommen mit den Slots so langsam ans Ende. Sehr, sehr geile Waffen, die wir jetzt haben. Jedenfalls danach raus. Oh, wir haben schon richtig viel Materie, ey. Finde ich geil. Gut. Dann gebe ich ihm nochmal. Nämlich gebe ich ihm das nochmal und noch normalen Sauger. Schwerkraft. Weil wir es nie benutzen. Genau. Erde und keine Ahnung. Glücksplus. Der kann auch noch mal was beschwören. Hier Odin kann noch mal beschwören und kriegt noch den neuen Zauberplus, die wir im letzten Part bekommen haben. Cool, wa? So, dann kann ich ja, oh mein Gott, das wechseln, das lohnt sich jetzt nicht. Ich kann trotzdem meine beiden Waffen verkaufen, die ich vorher für sie hatte. Welche sind das? Das ist natürlich die Frage. Arbeitshandschuh, Nagelkeule, Raketenschlag, ja. Dann haben wir die Spaßwaffen. Viper, Hellebarde. Viper. Viper. Dann kann die weg. Und die weg. Und die weg. So, wunderschön. Ja, ne? Reicht dann auch. Ich kann mal gucken, ob ich noch eine bessere Ausrüstung habe. Hier so armbandmäßig. Oh ja. Naja. Aurora-Armband.
Blitzarmband. Naja, die Verteidigung ist ein bisschen kacke und im Endeffekt habe ich sowieso echt genug Materia drin. Ach, dann lass ich's. Dann lass ich's. Ich lasse erstmal im Dings. Ich mach das später. Wir haben so viel Sidequests in letzter Zeit gemacht, ich werde das später verkaufen. So! Jetzt fangen die mich hier schon an. Okay, der Typ da oben war doch vorhin nicht da. Als ich ihn zog, fiel mir ein Mann im schwarzen Umhang. Nach Norden stapfte. Ich kann kein Deutsch. Der schwarze Umhang wirkte im weißen Schnee sehr eigenartig. Als du hier hingezogen bist. Das ist. Ohne Witz. Das ist vielleicht. Der Typ ist ja vielleicht vor 10 Minuten lang gegangen. Nein, nicht vor 10 Minuten, aber. Vor ein paar Stunden wahrscheinlich. Naja. Gut, jetzt haben wir schon mal das Snowboard, aber wir brauchen natürlich noch was, um weiterzukommen. Das ist natürlich völlig klar. Wir brauchen nämlich. Ich bin falsch. Ich muss hier vorne rein. Ne. Eine Karte. Eine Karte. Und die haben wir schon gesehen hier, ne? Und wir sind mal ganz illegal unterwegs und reißen die mal ganz schnell ab. Gletscherkarte. Hat keiner gesehen. Wir verpissen uns lieber ganz schnell, bevor uns jemand hier anmacht. Das wird nicht passieren, das ist ein fucking Rollenspiel, aber ist auch egal. So, jetzt haben wir beides und jetzt, meine lieben Freunde, hallo meine Lieben, wird's übel. So, achso, ja, sagt ihr wieder das gleiche, ne? Bla bla bla, nee, lass mal. Jetzt geht's nämlich ab. Erstmal kommen wir jetzt ein sehr, sehr cooles Minispiel und danach kommt die absolute Hölle. Ja, doch, gesagt, das geht nicht. Fick dich doch. Achso, ich hab das Snowboard noch gar nicht gehört. Oh, ich bin so doof. Ich dachte gerade irgendwie so beim Waffenkaufen, habe ich das Snowboard? Ja, aber Quatsch, ey. Nee, Moment, hä? Wo war denn das jetzt? War das hier? Yes. So. Ich habe mich beim Snowboard verletzt und nun kann ich eine Weile nicht raus. Hey, ich gebe dir mein Board. Okay. Sag Bescheid, wenn es klappt. Celebrate Snowboard. Einfach so. Er schenkt mir einfach so ein fucking Snowboard. Warum auch nicht? Gut. Jetzt aber. Mein Gott. Hast du mir noch was zu sagen hier? Komisches Kind, was Spaß hat. Auf jeden Fall mal Spaß. Okay. Das stimmt tatsächlich. Habe ich früher auch ab und zu mal gemacht im Winter. Heutzutage geht das ja nicht mehr, denn heutzutage gibt es keinen Winter mehr. So, sei vorsichtig. So, jetzt haben wir nämlich erstmal ein cooles Minispiel, ne? Ein Snowboard-Minispiel mit sehr, sehr hässlicher Grafik. Was sogar ein eigenes Spiel bekommen hat, nämlich Final Fantasy VII Snowboarding. Was es für Handy gab damals. Allerdings, glaube ich, auch nur in Japan. Halt, es ist halt so ein Ding ins Kirchenspiel, ne? Also kein O. Oh, nee. Ich habe so einen toten Winkel. Wenn ich nach rechts lenke, bremst der automatisch. Naja gut, das ist halt ein Minispiel, wo man jetzt so ein bisschen hier... Ist ja eklig. Ich darf nicht zu weit nach unten gehen. Na egal, passt schon. Aua. Und zwar müssen wir jetzt einfach hier ein bisschen fahren. Es ist tatsächlich absolut irrelevant, wie viel Luftballons jemand kommt und macht. Man kann nämlich, so viel darf ich wohl schon mal verraten, später im Gold Saucer das Spiel nochmal machen. Genau wie das Motorrad-Minispiel. Und, ja, da kann man natürlich schon Punkte farmen und sowas. Hier ist es gerade völlig irrelevant, was ich hier mache. Es ist wirklich egal. Und das Schlimme ist, dass ich jetzt in der Wand wegstecke. Nein, dass es mit meinem Controller gerade eine absolute Katastrophe ist, hier gescheit zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass es damals besser funktioniert hat. Aber gut. Oh mein Gott! Wenn ich zu weit nach hinten gehe, so ein bisschen, beim Rechtslenken, dann bremst der sofort. Beim Linkslenken auch. Oh, war ja. Na gut, damals habe ich auch noch mit dem Fake-Xbox-Controller gespielt. Vielleicht ist der Fake-Xbox-Controller einfach besser. Gott, ist das schlimm. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz lustig, ganz nett, aber mir auch nicht. Aber schön, dass man das halt, schön, dass es das gibt, dass sie jetzt nicht einfach so von einem Abschnitt zum nächsten gemacht haben, sondern dass wir wieder durch ein Minispiel ein bisschen auflockern. Wir müssen ja nur ein bisschen aufpassen, man kann nämlich abbiegen. Und zwar habe ich immer wieder gehört, dass es am besten sein soll für das nächste Gebiet, wenn man zweimal links abbiegt. Im Endeffekt ist es auch egal. Oh, das war cool, wenn ich es nicht tue, weil, ja... Mein Gott, ne? Dann starte ich halt woanders. Aber naja, irgendwie schaffe ich gerade keinen Sprung mehr. Woo! Oh, ich fahre dagegen. Oh, ich konnte nicht lenken. Weil behindert. Weil behindert, ja. So sieht ja aus. Woo! Oh, buff. Din, 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 din.
Oh mein Gott, so viele Bäume. Ah, Hilfe. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wie einfach keine Musik läuft in dem Minispiel. Ist ein bisschen lame. Und es ist furchtbar pixelig. Auweia. Aber gut. 1997, ne? Da bin ich noch nicht mal erschienen, ja? Also, da ist das okay. So, das Spiel ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist produktiver, was Bremsen und so angeht. Weil ich da nicht mehr automatisch bremse. Ich drücke jetzt quasi die ganze Zeit den Stick nach vorne und ziehe dann so ein bisschen nach links und rechts. Und mein Nacken juckt gerade ein bisschen. So, hier können wir nicht abbiegen. Links gehen wir mal. Ich hoffe, es war richtig. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch egal. Wie gesagt, dieses Gebiet, es wird die Hölle. Es wird wirklich ganz, ganz schlimm. Ich denke, ich werde da zwei Parts oder so bestimmt dran verschwenden. Menschlich noch mehr. Es ist nervig und ätzend und kacke und scheiße. Ja, ich sag einfach, wie es ist. Ich wollte gerade die Schultertaste drücken. Ich sag mal die Schultertaste. L1. Wir spielen hier PlayStation, das heißt, ich darf das sagen. Ich sage immer, wenn ich irgendwie Xbox-Tasten oder so erkläre, sage ich ganz oft die PlayStation-Tasten, weil ich einfach mit PlayStation groß geworden bin. Ne? Ich habe halt früher mal PS2 und so gespielt, deswegen habe ich da die Tasten. Also im Endeffekt weiß ich auch, wo die Tasten beim Xbox-Controller sind, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Boah, das war produktiv abgeprallt, wenn ich es mal so sagen darf. So! Das war's! So, wo spawnen wir jetzt? Wenn wir jetzt mitten im Wald spawnen, dann dürfte das eigentlich ganz cool sein. Ah ja, okay, richtig. Uff. Wir haben es irgendwie geschafft. Geht's allen soweit gut? Natürlich. Schätze ja. Also, wo sind wir gelandet? Sieht aus, als wären wir überhaupt nicht gesprungen. Wir haben doch die Karte. Seht die Karte an, indem du wechseln drückst. Ist das kalt. Wir erfrieren, wenn wir noch länger hier bleiben. Genau, jetzt kann man mit Viereck eine Karte öffnen. Und das Witzige ist, wir haben auch wirklich nur die Karte. Kein Plan, wo wir sind. Absolut kein Plan. Und zwar, ich werde mal kurz das Menü öffnen. Jetzt kommen nämlich meine... Ja gut, erstmal ist der Part sowieso vorbei. Jetzt kommen nämlich meine Notizen hier zum Einsatz. Und ich hoffe, dass ich alles hinkriege. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von... Ah, Nase juckt. Von Final Fantasy 7 wieder, wenn wir uns durch dieses Höhengebiet hier schlagen. Wird schon irgendwie klappen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.